Mann, 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 Mann. So. Kommt da jetzt was? Ja. It was reckless to bring her here without at least using a vessel. Remember, relying too heavily on the dark powers could cost you your heart. A castaway. Though his world perished, his heart did not. When we took the princess from his castle, he apparently followed her here through sheer force of will. But fear not. No harm will come to you. He is no match for your power. My power? Yes. The untapped power that lies within you. Now, child, it's time you awakened that power and realized your full potential. Going back to Neverland? Afraid so. But we can see each other anytime. As long as you don't forget about Neverland, that is. Oh boy, she's getting steamed again. Do me a favor. Look after her for me, will ya? What? Na, sowas kann gerufen werden. Feenhafer erhalten. Und Gruppenability, Leiter erhalten. Und ich weiß, was Rico bekommt. Ich weiß, was Rico bekommt. Ich weiß, was Rico bekommt. Außerdem wollte ich nochmal gesagt haben, das ist halt unfair. So. Hier können wir unendlich fliegen, will ich mal eben gesagt haben. Und, naja. Selbst ohne Peter Porn, ja. Aber wir gehen jetzt in den Gummijet. Wir verpieseln uns von diesem Ort. Mir egal, ob ich eine Truhe vergessen habe. Nein, mir nicht egal. Feenlatz. Wir haben das Navi-Gummi nie gefunden. Wir sollten zurück nach Transferse. Zid wird es uns anbringen. Ja. In der Arena ist am letzten der Wettkampf statt. Als wer als Sieger hervorgeht, etwas besonders Tolles. Ja, der Hercules Cup ist jetzt dabei. Und darum gehen wir erstmal wieder in die Stadt Transferse. Der Hercules Cup. Ich werde später alle Cups machen, die ich momentan denke. Nicht alle, weil den Platin Cup werde ich glaube ich nicht schaffen. Der Boss ist doch ein bisschen einer der stärksten Endgegner, den es gibt. Sein Gegenstück haben wir schon kennengelernt. Ja, kein Scherz. Mein Gott, wir sind wirklich schon fast durch. Jungs, was, Mädels, was ist da los? Also, natürlich, bevor ich das Spiel beenden werde, werde ich ein bisschen farmen, ein bisschen trainieren. Und alles Mögliche. Wir gehen das mal wieder in die Schmiede und können immer noch nichts machen. Das ist doch zum Kotzen. Mann. Guck, hier. Jetzt können wir fliegen. Aber nicht lange. Das ist das Ding. Ohne Peter Pan, beziehungsweise im Nimmerland, können wir nicht gleiten. Das ist jetzt nur Gleiter. Das ist halt wirklich nur Gleiter. Aber halt geil gemacht, dass man sowas lernen kann. Ja, ganz kurz, wir haben 17.756 Monetos. Klar, ich könnte jetzt mit Zid reden, wir könnten jetzt weitermachen. Aber erst gleiten wir nochmal. So, wer jetzt überlegt.
Uns fehlten noch Truhen. Oder? Irre ich mich da? Uns fehlen Truhen. Und zwar eine massig harte Art 4 von Truhen. In Agrabah zum Beispiel, da weiß ich. Im tiefer Dschungel weiß ich es nicht. In Halloween Town. Ja, auch. Im Wunderland weiß ich aber nicht. Wir warten uns. Wir machen noch weiter mit der Hauptstory, aber nicht gleich, nicht jetzt. Weil, wegen Isso. Ne? Will ja noch ein bisschen spannend bleiben. Darum. Und ich mache immer, ich habe mir so gedacht, im Wechsel immer wieder das mal machen, dann das mal machen, dann das mal machen, dann das mal machen. Es geht doch, es ist doch okay, oder? Ich weiß nicht, wie ihr es als Zuschauer findet. Ich finde sowas, okay, er macht mal das abwechselnd, in Ruhe, dass man auch ein paar Aspekte mehr von dem Spiel sieht. Klar, es ist ein geiles Game, das muss man einfach zugeben. Es ist wirklich eins, wie ich finde, der besten PlayStation 2 damals. Spiele, die es gibt. Finde ich. Persönliche Präferenz. So. Hier gibt es, glaube ich, nichts Großartiges, was man. Doch! Grünes Trio-Tech. Oder ich mach, glaube ich, mal einen Cup. Ich versuche mich gleich mal einen Cup. Ha! Genau im richtigen Moment noch gezappt, Mann. So. Mithrilerz. Oh Gott. Gut. Ist egal, haben wir Mithrilerz mehr. Aber hier sieht man, es sind noch keine Giga-Schattenlurche dabei. Die kommen erst später. Denn das Spiel, sag ich mal so, wir sind mit einem Teil der Story. Wir sind weit vorangeschritten in der Story. Aber wirklich vorbei ist es noch lange nicht. Denn man hat noch einige Möglichkeiten hier. Oder beziehungsweise man muss auch einiges machen. Wir kommen jetzt aber. Einer der letzten Welten. Oh, cool. So. Der ist kalt. Dem ist warm. Mach. Oh Mann, nicht. Ach, hör auf! Mach richtig! Mann! Hier, habt ihr gesehen. Dass der einiges gedroppt hat an Mana. Und wenn man gut ist, halt eben hier, Wunderbärchen. Och ja, Mann, eine Minute zu spät, Mann. Ja, eine Sekunde, besser gesagt. Eine Minute ist übertrieben. Warten wir. Eis. So, und hier muss man wirklich nur diese drei haben. Das ist halt der. Und ein Freundtau. Mann, du Mistviech. Muss ich da einfach mal sagen. Haut dann genau in dem Moment ab. Ja, natürlich, man kann nicht immer das Glück haben. Och, Mist. Hä, wie war das nochmal rauf?
Bis nächstes Jahr. Wie war das denn nochmal? Weil Double Jump erlernt man hier nicht, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ui. Energy. Böse Energy. So, schon wieder 3 Uhr oder so. Wow, ist schon wieder 3 Uhr? Es ist schon fast 4 Uhr morgens. Krasser Junge. Ja. Oder? Ich guck mal eben am Handy. Ja. 3 Uhr 42. Ja. Schön. Und liebe Grüße an Mindrix, die mich zu Quizduell herausgefordert hat. Das ist auch gut, dass ich das so spät erst bekomme. Weil wir haben vorhin drüber geredet, Quizduell und so. Ist ja momentan so ein richtiger Hype drum, sage ich jetzt mal. Hab's mir auch mal irgendwann gezogen. Wie komme ich da nochmal an diese Truhen ran? Wie wird das denn nochmal? Da bin ich auch überfragt, ne? Ja, und wenn das Viech abhaut, einfach nochmal reingehen. Jung. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, komm. Ei, 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 ei. Bam, Junge. Ja, ein Dönersplitter. So. Und hier geht das wirklich wunderbar. Muss man einfach mal sagen. Muss man einfach mal echt gestehen, dass man hier es wirklich wunderbar machen kann. Nee, ist mir zu risky. Eigentlich immer so in der Mitte halten. Ach. Ja, es ist eine geringe Prozentzahl. See ya. Here. Bleib da. Fire. So. Führerabsplitter, ja, man hat auch mal Pech, muss man einfach sagen, man hat auch mal Pech in dem Spiel hier, so, Gruppe hat mit mir, ich habe ihn gefragt, sag mal, wie kriege ich da nochmal das Schwert daraus, beziehungsweise, wie, wo, was, warum, er hat mir gesagt, du bist einfach blöd, du brauchst das weiße, Triathlet dafür. Und man relativ spät das bekommen, das ist kein Schwert. Hat er mich auch heimlich drüber angeguckt. Ein Schwert? Hast du geraucht? Wo gibt's denn da ein Schwert? Ja. Hast du was zu dir genommen? Gibt's doch kein Schwert, Mann. Da gibt's irgendein Item, war das. Ja, meine Kollegen da. Man braucht keine Feinde, wenn man diese Freunde hat. Kein Scherz. Kein Scherz. Ich meine das jetzt ohne Witz,